Gefährliche Irrtümer im Arbeitsrecht. Heute sind wir in Teil 3 dieser Serie. 3 Abmahnungen vor der Kündigung. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht auf Kündigungsschutz spezialisiert. Und ja, es ist irgendwie so ein Irrtum, der sich nicht ausrotten lässt und wo man auch gar nicht genau weiß, wo er herkommt, dass 3 Abmahnungen vor einer Kündigung erforderlich seien. Ich denke, er kommt daher, dass wir dieses Sprichwort haben, alle gute Dinge sind 3. Ja, 3 Sachen, 3 sowieso, da reagieren wir besonders drauf. Deswegen ist es trotzdem falsch. Warum ist es falsch? Es gibt Kündigungen, wo sie mehr als 3 Abmahnungen brauchen. Es gibt Kündigungen, wo sie überhaupt keine Abmahnung brauchen. Fangen wir mit denen an, wo es überhaupt keine Abmahnung notwendig ist, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel kündigt, weil der Arbeitnehmer einen ganz, ganz schweren Verstoß gemacht hat gegen den Arbeitsvertrag. Ja? Wenn er was ganz Übles gemacht hat, das sind alles, was so Richtung Straftat gegen den Arbeitgeber oder gegen andere Arbeitnehmer geht. Wenn man zum Beispiel dem Arbeitgeber einen auf den Kopf haut oder wenn man dem Arbeitgeber was klaut aus dem Portemonnaie oder aus der Kasse oder wenn man Firmeneigentum vorsätzlich beschädigt. Oder solche Dinge, also so Richtung Straftat. Ja? Oder wenn man mit einem Kollegen sich eine Schlägerei liefert. Das sind alles Dinge, die so gravierend sind, dass man eine Abmahnung nicht braucht. Umgekehrt gibt es ganz geringfügige Verstöße, wo 3 Abmahnungen gar nicht ausreichen. Nehmen wir mal an, Sie kommen einen Tag, eine Minute zu spät. Am nächsten Tag machen Sie nach der Arbeit, was weiß ich, irgendetwas, was sie nicht machen sollen, machen das Fenster nicht richtig zu. Ja, obwohl der Arbeitgeber ihnen schon 100-mal gesagt hat, machen das Fenster richtig zu. Oder loggen sich nicht ordentlich aus dem E-Mail-Programm aus. Ja? Also irgendeine Nachlässigkeit, die nicht so gravierend ist. Nehmen wir mal an, dann am nächsten Tag, da haben sie schon 2-mal was gemacht, kriegen beides mal eine Abmahnung. Sind beides Arbeitspflichtenverstöße, können sie abgemahnt werden. Keine Frage. Ja? Nächsten Tag kriegen sie die 3. Abmahnung, weil sie ihr Getränk ordentlich in die Küche zurückgebracht haben, sondern unten, damit es die Zuschauer bei YouTube nicht sehen, unten auf den Boden gestellt haben und ihr Chef kommt rein und er stößt die Flasche um. So mache ich das immer. Und vor allen Dingen, meine Frau bemängelt immer ohne Deckel, sagt meine Frau immer. Warum machst du nie einen Deckel drauf? Wenn du dauernd die Flasche umschmeißt, würde es wenigstens nicht alles auslaufen. Hätten wir eine Chance, dass wir das überstehen? Zum Glück haben wir mittlerweile überall Fliesenboden und Abfluss, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein. Hier ist auch kein Fliesenboden, aber zu Hause haben wir unten Fliesenboden, dadurch ist es nicht mehr so dramatisch. Gut, so, 3. Abmahnung, weil die Flasche wieder offen unten auf dem Boden stand und der Chef ist ginge. Knall. 3. Abmahnung. So, nächster Tag, 4. Abmahnung. Sie haben vergessen, anders als es bei Ihnen vorgeschrieben ist, sollen Sie immer einen Binder ummachen. Sie haben aus Versehen Ihren Binder nicht umgemacht. Dabei will der Arbeitgeber immer einen Binder haben. 4 Verstöße. Jetzt könnte der Arbeitgeber ja, wenn der jetzt richtig wäre, könnte der jetzt wegen dieses Binders die fristlose Kündigung aussprechen oder die ordentliche Kündigung ohne Abmahnung. Diese Kündigung würde aller Voraussicht nach unwirksam sein, wenn der Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage macht, dann kriegt er die weg. Weil das sind 3, 4 ganz verschiedenartige Verstöße aus verschiedenen Bereichen. Die sind alle bagatelltechnisch, also ganz kleine Geschichten. Also würden auch hier in dem Fall sogar 4 Abmahnungen nicht reichen. Etwas anderes könnte es natürlich sein, wenn Sie eben, die erste Abmahnung war ja, weil Sie eine Minute zu spät kamen. Wenn Sie einen Tag eine Minute zu spät kommen, kriegen eine Abmahnung, dann wieder eine Minute, dann mal 3 Minuten, dann mal 5 Minuten. Dann könnte es vielleicht sogar sein, dass das dann schon bei der 4. Abmahnung ausreichen könnte für die Kündigung, weil es gleichartige Verstöße sind. Ja, man erwartet dann einfach mal von Ihnen, dass Sie es dann irgendwann mal pünktlich schaffen. Kommt aber da immer auch nochmal drauf an, welches Interesse hat der Arbeitgeber, dass Sie pünktlich da sind. Wenn Sie auf dem Tower am Flughafen da irgendwie die Passagiermaschinen koordinieren sollen, dann ist das natürlich wichtiger, dass sie da sind, als wenn sie vielleicht hier in ein Büro gehen, wo es jetzt auch gar nicht so drauf ankommt, ob sie eine Minute früher oder später arbeiten. Ja? Das ist auch nochmal entscheidend, oder wenn jemand anders auf sie wartet, ein wichtiger Lieferant oder so, dann sind das auch nochmal unterschiedliche Sachen. Also mit anderen Worten, zusammengefasst kann man Folgendes sagen: Wer da mathematisch rangeht, hat schon verloren. Wir müssen immer gucken, wie schwerwiegend ist der Verstoß und dann gucken, gab es Abmahnungen, brauchen wir dafür Abmahnungen und wie viele brauchen wir dafür, und da wird man nie mit Zählen weiterkommen, sondern da muss man ein gewisses Gefühl für entwickeln. Und das ist ja das, was ich habe, denke ich, nach 22 Jahren. Ich kann eben, deswegen bieten wir immer diese
kostenlose telefonische Erstberatung bei Kündigungen und Aufhebungsverträgen und so an. Ich kann ganz gut nach einer kurzen Schilderung von Ihnen sagen, was kommt dabei raus, was ist da für Musik drin in der Geschichte, lohnt es sich dagegen vorzugehen und so weiter. Ja? Wie wird es mutmaßlich enden, so eine Prognose abgeben, weil ich den ganzen Tag nichts anderes mache als solche Sachen. Ja, ich mache natürlich ein bisschen was anderes, aber das ist ein absoluter Schwerpunkt. Und dadurch entwickelt man automatisch so ein Judiz, nennen wir Juristen das. Ja, ich sage, ich kann ihn im Moment vielleicht noch nicht mal genau sofort begründen und Sie werden auch sagen, ach, das ist doch alles Gelaber, jetzt brauche ich doch eine Abmahnung mehr oder so. Aber ich habe so ein Gefühl, geht das durch oder nicht? Ja, können Sie mir jetzt glauben oder nicht? Lässt sich nicht beweisen. Ja? Lässt sich nicht beweisen, lässt sich höchstens beweisen, dass wir, wie gesagt, immer ganz, sage ich ja schon öfter hier, bei der Höhe der Abfindung nachher und bei den Risiken jeweils deutlich über dem Schnitt liegen. Und man da könnte daraus vielleicht einen Schluss ziehen, dass man vielleicht ganz gut das abschätzen kann, wie die Risiken sind. Ja, aber muss man auch nicht. Kann man auch anders sehen. Ja, das war Teil 3. Was machen wir in Teil 4? In Teil 4 dieser Serie beschäftigen wir uns mit der Frage Anspruch auf Abfindung. Viele denken ja, bei einer Kündigung haben sie automatisch Anspruch auf Abfindung. Das ist ein gefährlicher Irrtum, wie ich in Teil 4 dieser Serie darstellen werde. Wenn Sie das auch sehen wollen, drücken Sie doch mal auf diese Glocke, abonnieren Sie das Ding. Ich freue mich immer über Daumen hoch, wenn Sie mir eine gute Bewertung geben oder schreiben. Auch über Kommentare, auch wenn ich immer noch nicht schaffe, angemessen auf Kommentare zu reagieren. Also zeitnah auch mal was zu antworten, ist einfach nach wie vor im Moment noch zu viel. Danke. Tschüss.